Ihr wollt schon immer mal mit 6 Tigerpanzern gleichzeitig in Frankreich einfallen, noch bevor diese erfunden wurden. Dann solltet ihr dranbleiben, denn ich habe mir wieder eine neue Reihe überlegt. Und zwar in dieser Reihe wollte ich euch Mods vorstellen, die ich im Laufe der Zeit mal gebastelt habe. Denn ich kenne mich nicht nur mit Handfeuerwaffen so ein bisschen aus, sondern auch so ein ganz klein bisschen mit Mods und Scripting. Und hier habe ich was gebastelt. Das bedeutet, diese Mod hier ist ziemlich frisch. Die stammt noch vom Freitag, deswegen kam Freitag auch kein Video. Und zwar sehen wir hier, wie ihr wahrscheinlich im Videotitel gesehen habt, das gute alte Blitzkrieg 1. Und dazu habe ich eine Mod gebastelt, die jetzt nicht nur hergeht und euch halt von Anfang an, also die es nicht nur von Anfang an zulässt, dass ihr 6 Slots für eure Kerneinheiten habt, sondern welche auch direkt alle Einheiten von Anfang an freischaltet. Und damit könnt ihr nicht nur diese lustige Sache hier machen und mit 6 Tigerpanzern gleichzeitig in Frankreich einfallen, sondern ihr könntet auch zum Beispiel, alternativ könnt ihr euch auf der Seite der Russen auch natürlich direkt 6 Stalin-Orgeln, und zwar die dicksten davon, belegen, um damit zum Beispiel hier ein von Deutschen besetztes Dorf einmal komplett durchzuflügen, während ihr euch von KV-1S-Panzern beschützen lasst, was ich ziemlich witzig finde. Bums. Yay. Allerdings Stalin-Orgeln in dem Spiel ein bisschen problematisch, weil man die relativ oft nachladen muss. Allerdings könnt ihr natürlich auch noch ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel. Alternativ könnt ihr natürlich auch hergehen und euch alle 6 Slots mit diesen überschweren Sturmgeschützen der Amerikaner hier vollpacken, den T-26, und dabei euch gleichzeitig noch von der schwersten, also fast schwersten Artillerie im Spiel unterstützen lassen, und zwar von amerikanischen M1 155 mm Geschützen, was auch richtig witzig ist. Aber genug von dem Tankporn hier, gucken wir uns mal an. Ja, die kleine Pack hat natürlich keine Chance gegen die Dinger. Aber gucken wir uns natürlich mal an, wie diese Mod eigentlich funktioniert, und dazu sehen wir uns gleich im Hauptmenü wieder. So, hier sind wir jetzt im Hauptmenü, was ein bisschen problematisch sein kann, weil das Hauptmenü eine andere Auflösung hat als das Spiel. Aber gehen wir weiter, und zwar, um die Mod zu benutzen, müsst ihr die Datei runterladen, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Diese ZIP-Datei öffnet ihr dann, und dann holt ihr euch alles, was da drin ist, einfach raus und kopiert das in euren Blitzkrieg-Ordner. Und dann funktioniert das Ganze wie folgt, und zwar geht ihr auf Neues Spiel. Dort auf die Kampagnen, sucht euch einen aus. Wir nehmen natürlich die deutsche Kampagne. So, dann kommt hier die Vorschau. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht abgekackt. Und dann sehen wir hier die Kampagnenauswahl. Haben wir erstmal in Polen die Einführungskampagne. Dann haben wir hier das Tutorial mit der kleinen Beschreibung und hier die Kampagnenmission mit der großen Beschreibung. Gehen wir in diese Mission rein. So, hier sehen wir als erste Änderung, dass wir anstatt der 3 Core-Einheiten, die man normalerweise bekommt und mit denen man startet, hier 6 Core-Einheiten haben. Allerdings dürfen wir hier noch keine Einheiten auswählen und müssen jetzt hier die Mission bestreiten, was ich nicht mache, denn sonst würde das Video zu lang. Ich werde jetzt einfach hier die bekannten Sheets eingeben, und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Kampagne gewonnen haben, wenn wir die Mission gewonnen So, wir haben. haben jetzt gescheatet, und fürs Cheaten gibt es wahrscheinlich trotzdem noch ein Tapferkeitsabzeichen, merkwürdigerweise. Und wir sind hier in unserem Major, yay, so. Wir sind hier drin, dann nächstes Kapitel, ja. Wir gehen nach Frankreich und sehen. Und wir sehen, anstatt der 2 Einheiten, die man hier normalerweise standardmäßig freigeschaltet bekommt, haben wir einfach mal alle Einheiten. Und zwar richtig, richtig viele. Dazu muss ich allerdings sagen, ach, hier unten, ich habe es nämlich noch geschafft, hier die italienischen und finnischen Einheiten für Deutschland spielbar zu machen. Das muss ich allerdings gestehen, dass ich es nicht geschafft habe, ein paar Einheiten hinzuzufügen, weil es dann direkt einen Crash-to-Desktop gibt. Also so Spezialsachen wie den Mörser-Karl und natürlich das Küstengeschütz könnt ihr hier nicht auswählen, leider. Ich habe auch schon versucht, irgendwie den Mörser-Karl zum Laufen zu bringen, aber ich habe das nicht geschafft. Ich spreche da gerade mit so anderen Moddern. Ich werde auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen, wenn ich das doch noch irgendwie hinkriege. Und dann drücken wir hier auf OK, und dann haben wir hier unsere Upgrades. Und dann sehen wir hier unsere 6 Slots, die wir uns hier bepacken können, wie wir wollen. Hier am besten hier mit dem finnischen Geschütz, was total kacke ist, ehrlich gesagt. Und dann können wir hierher gehen und die besagten Tigerpanzer auswählen. Wo ist er? Hier Tiger. Nehmen wir hier mal 3 Tiger. Und noch irgendwas anderes Cooles. Was haben wir hier ganz unten? Brummbär. Brummbär ist witzig. So, noch 2 Brummbären. Haben wir hier sonst noch irgendwas Cooles? Ach, genau dieser Panzer hier. Die Semovente ist richtig cool, teilweise in den ersten Kampagnen, also in den ersten Kampagnenmissionen. Übrigens hier unten auch noch hier der finnische Vickers, der eigentlich fast gar nichts kann, aber nee, nehmen wir hier am besten nochmal einen Ferdinand. So,
Und dann können wir hier in die Mission reingehen. Die müssen wir natürlich jetzt nicht mehr unbedingt machen, um Sachen freizuschalten, aber eine Random Mission, also eine zufällige Mission, muss man immer machen, bevor die letzte Mission freigeschaltet wird. Gucken wir mal, was das hier wird. Ach, so eine Brückensichern-Mission. Zeige ich euch das mal ein bisschen. So, schnappen wir uns hier unser Team. Legen das auf die 1. Und marschieren einfach durch. Wir sind hier noch im Frankreich-Feldzug und Frankreich hat bis auf so eine Pack und sowas eigentlich den Tigerpanzern hier nichts entgegenzusetzen. Okay, die nehmen wir wieder einen sehr merkwürdigen Weg. Okay. Das sieht natürlich witzig aus, dass die ganzen finnischen Geschütze weiß sind. So, ich würde sagen, ich schneide das einfach, bis wir hier irgendwelche Kampfhandlungen haben. Ein ziemlich merkwürdiger Weg, den die hier einschlagen. So, wir sind da. Mal gucken, ob wir den Widerstand an der Brücke brechen können, was eigentlich gar keine richtige Frage ist. Denn, wie gesagt, die Franzosen haben uns nicht viel entgegenzusetzen. Zu den Alliierten sei auch gesagt, dass ich da geschafft habe, die polnischen Einheiten spielbar zu machen. So, keine Chance. Die Panzerung des Tigers kann von dieser kleinen Pack da überhaupt nicht durchdrungen werden. Kann man eigentlich mit dem Brummbär, ja genau, mit dem Brummbär kann man auch Sperrfeuer legen. Alles hier gar kein Problem. So, ich könnte eigentlich mit dem Tigerpanzer direkt reinfahren, damit der hier die Brücke nicht länger blockiert als sinnlos. Diese kleinen Hammer-Dinger, die sonst immer total nerven, sind auch alle mit einem Schuss hinüber. Aber allerdings kann mir natürlich die Infanterie immer noch gefährlich werden. Auch wenn ich nicht weiß, was die hier angeblich werfen, um dem Tiger hier wirklich Schaden zu machen. Und die Kette von dem Tiger ist kaputt, also das Einlaufen war jetzt nicht so wirklich die Mega-Idee. Weil der versperrt natürlich jetzt die Brücke und ich muss jetzt die Kette von dem reparieren. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was die Mod macht, was die Mod kann. Würde mich echt freuen, wenn ihr euch die mal anguckt, wenn ihr wirklich noch Blitzkrieg 1 spielt oder es irgendwie rumfliegen lasst. Allerdings wäre noch eine Sache zu erwähnen, und zwar... Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, damit ihr euch nicht wundert, dass manche Einheiten für manche, sagen wir es mal, Regionen keine Texturen haben. Und so sehen diese II-Panzer hier ein wenig merkwürdig aus, wenn man sie in Wüstenmissionen spielt. Und ja, ich weiß, dass die Dinger Panzer 2 heißen, aber meine Freundin besteht darauf, dass ich diese Dinger hier II-Panzer nenne, weil das total süß klingt und das auch total die putzigen Panzer sind. Allerdings bin ich eigentlich dagegen, die IIs zu nennen, weil II ist die militärisch-taktische Bezeichnung meines 5-jährigen Ichs für Seehunde. Und damit verabschiede ich mich auch schon und sage vielen Dank fürs Zugucken. Vielleicht ist die Mod ja was für euch, werde demnächst auch so ein paar andere Mods für andere Spiele vorstellen. Oh, mit meinen IIs geht es hier gar nicht gut. Dann würde ich sagen, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann geht es hier oben zu irgendeinem Video von mir. Hier unten geht es dann zu irgendeinem Shitposting-Video von mir. Oder von jemand anders. Ich selber mache ja keine Shitpostings, weil ich das nicht so gut kann. Und mit dem Tod des fast letzten IIs-Panzers hier sage ich auch schon. Bis dann!